Hey, hallo Leute, willkommen zu Teil 2 von meinem Video mit Redstone House. Heute zeige ich euch die Redstone-Technik von einen Schalter betätigen und das ganze Haus wird voll hell. Damit meine ich Licht. Und ja, es geht los. Hier stehe ich jetzt auf einer geraden Fläche und ich habe hier, Leute, schon mal eine Straße gebaut, weil, das habe ich euch noch nicht gesagt, ich baue hier irgendwann eine Stadt und die Häuser werde ich mit euch zusammenbauen, aber die Straße werde ich mit euch nicht zusammenbauen, weil das wird einfach ein bisschen lange dauern. Die ganze Straße mit euch zusammen machen. Da kann ich zwar auch mehrere Teile davon machen, aber das ist doof. Ja, jetzt hole ich erstmal Redstone-Hebel, Redstone-Repeater und die Lampe. Und unseren Block. Jetzt gehe ich hier oben. Hier. Hier und irgendwo immer Löcher, da wo ich das Licht haben will. Also ich mache das so. Hier. So. Ich finde das so besser. Es soll ja nämlich alles voll sein und es sollen keine Monster spawnen. Das wollen wir doch auch nicht, oder? Dass hier Monster spawnen. Wer möchte es in seinem Haus Monster spawnen? Der schreibt in die Kommentare. Der braucht nicht so ein Licht hier. Aber ich mache das auch, damit, weil wozu ein Redstone-Haus ohne Automatiklicht? Gleich setzen wir überall die Redstone-Lampen rein und und ja, wow. Habe ich super gesagt. Und ja, jetzt habe ich hier Löcher reingemacht. Ich habe die jetzt so sortiert und packe jetzt hier Lampen rein. In dem anderen Video, Teil 1, habe ich auch gezeigt, wie ihr das Haus hier normal baut. Das weiß aber auch nicht jeder Mensch. Die Redstone-Schaltung interessiert dich wohl doller als das andere, oder? Ja, Teil 2 ist cool. Und am Ende wird es richtig cool. Am Ende wird die Party zocken. Und in der Stadt werde ich auch ab und zu auch mal ein paar Geschichten machen mit meinem Bruder. Der hat auch einen Kanal, den kennt er ja schon. Manche kennen ihn, weil er mich Video bei, manche kennen ihn nicht. Ja, jetzt habe ich hier überall so welche Lampen hingesetzt. Und jetzt packe ich hier Redstone drauf und verbinde alle Lampen miteinander mit Redstone. Na, hier nicht. Nur so. Und so. Und so. Weil alles muss irgendwie verbunden sein. Das geht sonst nicht. Anders geht das ja nicht. Anders ist das irgendwie. Ich weiß nämlich auch nicht, wie man das anders verbindet. Ich werde mir das auf jeden Fall so, weil so weiß ich, es klappt. Bei den anderen weiß ich nicht, ob es klappt. Deswegen, ich habe es nur so ausprobiert und dann wusste ich, es klappt. Zack, zack, zack. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf Likes, ich freue mich auf Abos.
Richtig cool. So, jetzt baue ich jetzt hier mal einen Hebel. Guck, es gehen jetzt nicht alle Lampen an. Deswegen setzen wir hier an der Seite 1, 2 rein. Bis nach hinten. Dann steht das mal über, aber das sieht sehr schick aus, wenn man das von vorne auch so hat. Das sieht sehr modern. Und dann nimmt man Redstone von hier, packt es so rüber und packt es bis nach hier und packt hier von hier zwischendurch mit Peter einmal hier. Auch wenn jetzt hier nicht ganz der Strom durchkommt, kann man auch so sagen, macht man es hier, muss man hier noch eine Reihe rüber. So. Ja. So. Und auf jeden Fall, ich freue mich richtig drauf, wenn ihr gern ein Abo da lasst. Jetzt kommt hier für Peter. Hier nur Peter. Dieser mit Peter ist jetzt an. Dann kommt hier nur Peter. Und hier nur Peter. Weil wir wollen ja, dass jede Lampe angeht. Weil jetzt ist da an und da an. Ne? Hier unten ist nur in der Mitte noch nicht an. Und das ist ein bisschen doof. Deswegen im Garten, wenn hier auch noch ein bisschen was absteht, auch nicht als Terrasse so schlecht, ne? Zack und zack. Aber über die Straße soll nicht ganz stehen, das sieht scheiße aus. Ist wirklich. So würde ich das nie machen. Dann machen wir hier noch Redstone und verbinden das hier lang. Nach hier. Packen dann hier, Redstone, Peter, packen wieder hier, Redstone, mit Peter und dann ist das auch an und dann müssen wir hier noch rüberstehen lassen. Ich habe den Hebel jetzt einfach nur so platziert, weil, ja, wieso, damit wir jetzt einfach erstmal wissen, was so gut ist. Nein, also das, ob es leuchtet oder nicht. Wir müssen das hier alles sehr kompakt machen. Wenn es nicht klappt, dann auch nicht so schlimm, aber es sollte klappen. Und zwischendurch wird das auch noch zur Lampe. Hier, hier. Die Lampen sollen ja alle angehen. Da sind sie noch nicht an. Deswegen hier noch hin. Da immer noch nicht an. Da packe ich hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Jetzt ist alles aus, außer da. Alles aus, ne? Ist das wohl durch diesen Repeater gekommen, weil der hier hin lang muss. Muss ich das mal wieder an. Ist ein bisschen gerade kompakt. Nicht so gut. Deswegen, ich lasse das jetzt mal aus und mache das jetzt hier Redstone lang. Ja, jetzt ist alles aus. Jetzt müsste auch alles gleich wieder angehen. Ja, nur ein bisschen ist nicht an. Das mache ich hier. Redstone mit Peter. Nein, den packe ich hier hin. Ja, hier. Und da habe ich hier Redstone. Jetzt gucke ich mal, wie es unten aussieht mit
weiß schon, weil ist schon heller, nur ein bisschen heller muss ich noch werden. Zack. Vielleicht hier lang, aber dann ist das mit dem Ausmachen wieder die Katastrophe, ne? Dann ist er schon wieder nicht aus. Ne? Ja, deswegen. Hier weg und dann müsste alles aus sein. Hier weg. Und hier und hier. Hier. So, jetzt ist alles aus. Aber es soll auch wieder alles anbleiben. Dazu packe ich jetzt hier einfach mal einen Repeater. Ist das okay? Dadurch funktioniert das jetzt nicht. Deswegen nicht diesen Repeater. Deswegen mache ich nochmal an. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Hier vielleicht? Ja, aber wenn ich den ausmache, sind die noch an, ne? Nein, nicht mehr. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Also hier einfach vorne und Repeater dran setzen. Ja, das habe ich gar nicht gewusst. Wirklich. Also ich habe das wirklich das ist gar nicht gewusst. Überall, wo die nicht an sind, vorne Repeater dran setzen. Aber mach das, wenn die aussehen. Boah, das habe ich wirklich gar nicht gewusst. Dadurch kriegt man die an. Ach so, wirklich? Ich habe das wirklich gar nicht gewusst. Jetzt geht alle an, aber jetzt geht es wieder nicht aus, ne? Ja, dann geht mit dem Repeater. Zack. Ich habe das wirklich gar nicht gewusst. Wirklich. Gar nicht. Hier. Die Videos gehen in letzter Zeit sehr lange. Und jetzt verbinde ich das nur noch bis runter. Ja, jetzt verbinde ich das ins Haus. So, nee, das ist doof. Ja, dann so. Nein. Deswegen verbinde ich Redstone so. Ja, so. Hier kommt kein Fenster hin. Dafür kommt das dann hier runter und hat hier einen Kasten. Das ist ein kleiner Stromkasten. Ich verbinde das jetzt hier runter. Hier. Ne? Und jetzt habe ich hier so einen kleinen Kasten und muss hier Redstone lang führen lassen, so dass das hier runterkommt, so, zack. Und dann kommt noch das mit einem Kasten hier runter. Und so, zack. Zack, und hier Hebel. Und damit schalte ich dann das Ganze an und aus, oder? Ist das so richtig, wie ich das hier gebaut habe? Oder muss jetzt hier noch so und so. Ja, das ist an, ne? Nicht, kommt hier kein doch Strom hin. Aber es muss hier eine Fackel, glaube ich, oder? Also ähnlich muss das sein, ne? Damit. Habe ich die ausgemacht, aber es ist, ach so, weil ich hier oben den Hebel noch anhabe. Deswegen muss ich den abbauen. So. Das ist hier aus. Das ist
So, auch okay. Also das Verkleiden, das mache ich im nächsten Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da und ciao.